Hallo, heute zeige ich euch eine Idee, wie ihr eure Geschenke schön verpacken könnt. Schaut ein bisschen am Ende aus wie ein Tannenzweig. Ich hätte gesagt, wir legen einfach mal los. Ich zeige euch das jetzt heute an der Box. Ihr braucht ein ganz normales Geschenkpapier. Das solltet ihr so zuschneiden, dass das auf einer Kante, also mit einer Kante hier bündig ist. Und wenn ihr das dann umlegt, ja, solltet es mindestens 3/4 von der Oberfläche hier bedecken. Von den langen Seiten her sollte es mindestens jeweils bis zur Hälfte reichen. Dann hätte ich gesagt, legt mal los. Also ihr positioniert das bitte mittig in Bezug auf diesen langen Seiten. So. Und so, dass praktisch das hier abschließt mit der oberen Kante. Gut. Also so habt ihr es jetzt positioniert. Dann nehmen wir diese lange Seite hier hinten nach oben. Ich habe ein sehr dünnes Papier, deswegen ist es teilweise sehr störrisch. Legen das hier um. So, dann fixiere ich das erstmal mit einem Stück Tesa. So. Ihr dürft auch gerne von diesem Geschenk her, so wie es letztendlich dann stehen soll, also gerade wenn ihr Inhalt habt, der innen drin verrutschen kann, ihr stellt es gleich so hin, wie es am Ende dann auch stehen soll. Gut, dann zeige ich euch das, haben wir das so. Dann klappt ihr das Innere. So. Es geht mit dickerem Papier ein bisschen besser. So nach innen und streift die untere Seite ein. Das macht ihr auf beiden Seiten. So. Gut, dann habt ihr das so. Dann nehmt ihr jetzt das erste rechte und legt es um in die Richtung. Wieder gut feststreichen, das braucht ihr nicht festkleben. Dann die andere Seite. Ihr darf auch ruhig die Ecke hier mit einklappen, das macht gar nichts. Und streift es wieder so lang. Dann nehmt ihr die untere hier, immer gut fest, das wirklich stramm umlegen in die Richtung. Und das hier wieder drüber. So. Dann kleben wir das mit einem Stückchen Tesa fest. Drehen das um. Also ihr seht schon, dieses Muster. Eigentlich ganz einfach. Und dann legen wir hier los. Der letzte Schliff noch. Ja. Einmal übers wieder umklappen. So. Und dann zum Schluss auf den Tesa noch irgendwas drauf. Fertig!